mamu, Musik leierst du am Nu. Mi mamu, Musik leierst du am Nu. Und wir klappen, a sangen, tanzen, a sprangen. Wir machen Musik an dat de ganzen Tag. Mi mamu, Musik leierst du am Nu. Mi mamu, Musik leierst du am Nu. So, guten Mittag, hier neben mir steht der Bob. Und neben mir steht der Erik von Mi Mamu. Ja. Mi Mamu heißt? Wir machen Musik, wie ihr schon hören nicht am Lied. Hein? Ganz genau, ja. Genau, wie machen wir dann halt Musik? Mal für Musik zu machen, das kann ich auf viele Art und Weise machen. Brauche ich ein etwas, wo man kann Musik machen kann. Und das nennt ihn? Instrumente. Instrument, genau. Das haben wir schon denke gemacht. Nee, 400 Fuhr sind. Richtig. An? Wie ja. Weit Fuhr sind? Ja, es war aber gar nicht so schlecht. Ich hatte am Anfang ein bisschen gefährdet, dass schon vier Jahre keine Füße dann nicht so richtig wie sonst. Aber es war aber flott. Wir hatten Fußlieder gespielt und Fußinstrumente gebaut, die letzte ja, Mal. Kasu, das war gut gekommen. Cool. Ich habe ein paar Videos cool. gesehen von Leuten, die das hier noch gemacht haben. Ja. Kanada war ganz ja. begeistert dabei. Verschiedene Ältere waren noch nicht mehr so froh, weil er aber Comedy mischt. Aber trotzdem haben wir auch Instrumente, also wir bauen Instrumente und wir fangen an. Mit einem spanischen Instrument, das wir probieren, Noten zu machen. Weißt du, wie das heißt, Bob? Ich weiß, wie das heißt, weil ich dir sogar selber, Matbrüch, du hast mir das ja schon gezählt, ja. das sind, du musst aufpassen, dass ich das falsch sage, Kastagnetten. Kastagnetten, ja. Die gehen an der Flamenco-Musik viel angesagt, also hauptsächlich in Spanien, und die, damit kann ich so klappern. Wir denken, sie sind ein bisschen ähnlich wie Ming, oder? Ja. Also ich habe hier keine Kastagnetten. Der hat der vielleicht an der Schule oder daheim, du hast den so Paul, die ihn an hier zu rüsseln. Ne? Aber du hast der Richter mit diesen. Also, ich konnte dir ein Gematbrüch von einem Freund von mir, die an der Vakanz waren, auf Mallorca. Ja. Und das leidet ja, also, das ist ein Teil von Spanien. Am Fall, ja. Gell? Dafür passt das. Da war das wahrscheinlich wirklich ein typisch spanisches Instrument, gebe ich mal so hin. Und die benutzen das irgendwie, die stechen das so irgendwie zwischen Fanger und dann kann ich so mal da klappern. Ja. Ich meine, die Männer da wirklich geht noch ein bisschen ähnlich, oder? Die Männer da ein bisschen ähnlich und das wäre viel zu viel kompliziert für uns damit zu lehren, noch für die aus Holz zu basteln. Und ich habe da einfach aus Karton gemacht. Ich habe einen Karton geholt von irgendeiner Küche, wo Essen drauf ist. Und wenn ich dann so klappe, dann klappe ich einfach mit den Dingen. Das ja, klingt ja bald selbst. Du hast schon die Ohren gemacht. Und das geht wirklich mehr einfach wie das andere. Ja, das ist mehr einfach, wie du mit den Fangern zu fummeln. Aber wir wissen nicht ganz sicher, wie das geht. Also wer das braucht, also ist in der Karton, da könnt ihr einen Küst aus dem Nähe schneiden, vielleicht von einem Müsli oder so, selbst wenn es nicht so gesund ist, wenn das Neues ist. Wir machen das nur aus einem weißen Zischenblatt. Okay. Ja. Der holt dann einfach die Breitseite und dann dirbelt er immer so 2-3 cm um. Okay. Probier das ein bisschen reich zu machen. Ja, das ist immer ein bisschen ja. schwer. Und dann hier bist du das Blatt auf den Kopf und okay. dann auf die andere Seite. Das ist so wie ein Ziehharmonika. Ah, ja, oder ein Fächer, ne? Im Sommer, wenn es gut warm ist. So. Voilà, das muss ich dann so, so oft, bis ganz Blatt gedirbelt ist. Yep. So. Oh, du warst viel mehr sehr, wie ich. Du hast das geübt. Ich habe schon das geübt, ja. Ich meine das all da, zweimal. Ja. Ne? Voilà, dann haben wir das gebaut. Und da können wir auch schon. So, wir sind schon fertig. Aber ja, mal geht den auch. Das ist tipptopp. Das bei der, weil der Teil, weil du nicht der Solder ist, so ist direkt. Am Anfang klingen sie ziemlich fetzig. Aber nur und nur geht ein paar Bayer die Karton ein bisschen mehr latschig. Aber das ist nicht schlimm, dann machen wir die an die Blutrechtsküche, bauen wir neu. Okay. Und ich weiß, da lohnt mal ein Video von einem, der noch richtig Kastagnette spielt. Ah, okay. Aber ganz einfach Rhythmus, da probieren wir da mal mit zu spielen. Okay. Okay? Dann komm, wir gucken das einmal an. Okay. Okay, ja, aber. Also, Erik, das ist ja noch nicht so spektakulär, oder? Also, immer nur einfach so drauf schlagen. Na, dann gucken wir uns mal nach dem Video an und dann gucken wir mal, ob wir da kommen. Ne? Okay. Okay, ich meine, ein bisschen schwer kann ich schon. Ja. Lass doch mal genießen.
Boah! Das tue kann ich nicht. Boah, das tue ist cool. Das ist schon impressionant, oh, okay. Wie sehr der Mann das kann. Also, du hattest ein bisschen zu viel Ugin. Mich hat es auch ein bisschen geschmiert. Also, am Anfang war das einfach. Aus, ja. Boah. Wir können cool. Probieren, vielleicht ein paar Rhythmen zu spielen, die wir zwerben können. Okay, okay. Okay? Okay. Soll ich hier vier spielen? Ja, ja, ja. Wenn ihr da eben so matt gebastelt tut, könnt ihr ja vielleicht direkt schon matt machen. Ne? Okay. Perfekt. Vielleicht ist das für mich? Ja, ich mach mal. Voilà, du können wir unendlich noch weiterführen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den zweiten Teil von dem Rhythmus gemacht. Das ist der Fußballrhythmus. Weißt du, weil ich in einem Fußballstadion war? Ja. Mach's immer. Ich wollte nur Club scheißen, dann hätte ich mir viel Freude. Ja, da muss ich noch aufpassen, ja, richtig. Nee, das machen wir lieber nicht. Mehr effektiv. Sollen wir dann ein ganz. Können wir den ein ganz, ja. Ah, ja. Oh, drei. Ah. Cool! Ole ist ja auch Spanisch. Ole geht ja, Ole ist Spanisch, richtig. Okay. Ich meine, cool. Wenn du Lust hast, daheim, können wir dich mit unendlich lang am Säuren. Vielleicht sind zu zwei, drei daheim. Da kann immer ein Rhythmus vier klappen und den anderen klappt nur. Und am besten so schnell wie den, den du gerade gemacht hast. Ja. Nee, dafür muss das ich viel üben. Nee, das ist bei allen Instrumenten, von denen du ganz gut können, muss ich viel üben. Oder töne den einfach zwei. Da geht er doch nicht so an. Nein, dann hast du ja, immer so streng. Dann probieren wir. Cool! Perfekt. Gut, das war das erste Instrument. Das gehört zu den Perkussionsinstrumenten, weil in Dojo da mit Schleit, Schlo-Instrumenten, Schlo-Gezeuse, die noch plötzlich bei euch. Mhm. Und da kommen wir bei dem nächsten. Da habe ich auch so ein Exemplar mitgebracht. Okay. Wisst ihr, wie das heißt? Das ist wie ein Gitter, das ist ohne Hals, oder? Ein Wackel. Kein Wackel, ein Zitter. Ein Zitter, ja. Ein Zitter. Oh, voilà. Mit du hast recht, das ist ein bisschen wie ein Gitter, also ein kleines Gitter-Lele. Du mal Seiten drauf. Oh mein, die klingt da wohl. Die war schon an den Feuerofen gegangen. Ne? Die hat schon was verabschiedet. Die muss gestimmt. Die muss gestimmt gehen. Okay. Hier haben wir einen Zitter. Oh. Das hier ist aber so ein Verschönzement. Die hat schon eine Blumenbutte gekauft. Ich habe gemerkt, kein Ding mit Musik machen, das geht nicht so richtig. Du findest aber ein Video mit okay. Einem Mann, den das wirklich gut kann. An dem spielen wir schon auf hier. Was hat dir gefallen? Weißt du, was mich da noch erinnert hat? Nee. Das ist ein Bierjahr und der Schnee, weißt du, für was? Heinst du, wie ich klein war und daheim, heinst du, morgens, samstags, morgens, wenn ich Fernsehen geguckt habe, da kommt immer so eine Sendung und du hast immer gewusst, an die Bierjahr, wie viel Neuschnee gefallen ist und wie viel Schnee war. Da hast immer so Musik gelaufen dabei, so beruhigend Zittermusik, effektiv. Du den musst das ist ein Zitter. Ja. Der ja. Mann, der kommt auch von Wien, also als Österreich. Ah, ja. Gut, der Filmbierger, aber von mir wie bei euch. Okay, ne? Cool. Aber ja, und du hast es schon gesagt, das ist ein Saiteninstrument. Und selbst probiere auch ganz einfach nur zu bauen. Okay, da sind wir gespannt. So, räumen wir mal ein bisschen hier weg. Okay. Gut. Und dafür brauchen wir verschiedene Sorten Küsten. Ja. Das heißt, die Küsten, der erkennt das Fleisch, wo man gemäß ja. Und so drauf war. Ne, du siehst, die sind ein bisschen wie Müll, andere sind ein bisschen wie hart. Du musst da hingucken, dass du einen Pfand, die passt. Und zwar die passt bei Lastiker. Okay. Ich kippe da mal ein paar hin. Ja. Bob dich da mal Lastiker raus. Ich schon da mal zwei direkt, okay. Ja, ja. Am besten ist es, wenn ich verschiedene, mit verschiedenen größten Lastiker probiere. Ja. Dann müsst ihr einfach hier rundherum. So. Hallo? Und dann. Das wäre es schon. Ey, das geht sogar. Ja, und da kann ich probieren, nach mir auseinander zu machen. Oder an der Seite zu ziehen. Das klingt witzig. Können wir nicht schwätzen? Ja.
Und das ist einfach also Elastik, die vibriert, genäht selbst wie eine Seite von der Gitarre und durch die Küste, klingt das dann ein bisschen mehr hart. Ne? Wenn ich verschiedene Sorten Elastik gehört. Ohne Küste klingt das nicht. Nein, effektiv, ohne Küste. Dann kann ich hier noch verschiedene Töne. Ne? Ja, weil bei dir sind das schon ganz viel der Seite, gell? Jede Seite, die Seele. Ja, ja. Du siehst nicht Seele dafür. Nein, Seite. Okay. Also da kann ich sich ganz sehr amüsieren, so etwas zu bauen. Natürlich kann ich noch die Küste schön proper farbig ausstreichen, wenn einem das gefällt. Mit das ganz oft nicht der Wert, wenn ich in der Elastik zu lange drauf bleibe. Die Hai hätte ich daheim probiert, der sieht ja schon ganz Müll gehen. Dann hält die Elastik nicht mehr, weil die Karton angefangen hat, Müll zu gehen. Ne? Dann ist es besser, till den auch so wie die Elastik an den Ruf. Da bleibt die Küste mir lang stabil. Ich probiere nur mal die Lied zu spielen mit meiner Zither. Na ja. Cool. Ich muss noch ein bisschen üben. Ja. Nee, wenn ich dann bis weiß, wie ein Elastiker will klingen, da kann ich wirklich richtig Melodien. Ja, ja. Da kann ich sich da auch verhalten. Also da ist die Gier und dann die Weißen und hol ich eine Melodie komponiert. Genau. Cool. Okay, super. Aber ja, das ist das Prinzip von einem Saiteninstrument. Da brauche ich also einfach etwas, was klingt. Ob das hier aus Nylon ist, bei meiner Gitarre, oder aus Stahl, bei meiner Zither, oder bei meiner selber gebauten Zither mit einem Plastik. Und ich brauche immer einen Körper, den das ganz resonieren wird. Okay. So funktionieren Saiteninstrumente. Also ich muss immer etwas holen, wenn ein Köchel oder so da sind, wie bei der Gitarre auch. Jo. Aber der Zither ist da doch am Funk, gell? Du hast ganz dünn so ein kleines Stück Holz oder wie was dran das ist. Das ist auch cool, das ist nicht ein ne? Das ist auch cool, Banden dran. Und dadurch klingt eben dann. Wenn ich ganz fest drin zupfen, dann hören wir so ein bisschen. Ja. Ich meine, den Mann, den wir gerade am Video gesehen haben, hat ein viel besser Zither wie ich. Okay. Also, das fand ich doch auch schön, Erik. Okay, das geht nicht. Das läuft, dass du das siehst. Ja, weil du hast vielleicht noch ganz traurig hin. Also eine Blumenboutique, das hätte ich ja nicht gedacht. Ja, mich geht immer an Spielboutique, an Spielsachenboutique. Ja. Weil du kriegst meistens ganz lustig und einfach ein billiges Instrument. Ja, das glaube ich, ja. Gut, ich schaue mir das auch wasch, weil mir noch etwas präpariert. Okay. Wisst ihr, was das tut nass? Das hat er gesagt, dass ich geredet habe, ob ich weiß, oder das ist wie ein Pflanz, das Gras oder so. Das ist ein Grashalm. Ja. An dem Grashalm kann ich auch Musik machen. Ja. Weißt du das? Nee. Im Moment ist noch nicht gerade die richtige Zeit. Ich habe geguckt, ob ich nicht irgendwo ein groß, also ein heißes Whisky fange. Ich meine, dafür muss man noch ein bisschen warten. Am Sommer, wenn das Whisky schön heiß ist, da kann ich sich ein großes Grashalm plecken. Okay. Und da kann ich den so zwischen die zwei Daumen halten, wie die Madame hier im Bild, aha, und dadurch blasen. Und da klingt das so, lauscht mal. Ja, das ist ja auch ganz witzig. Ne? Das ist wirklich witzig. Ja. Du musst ihn einfach blasen. Genau, genau. Okay, okay. Und geht auch ein Instrument, weil so ähnlich funktioniert. Weißt du, wen da das? Schölfen da mal. Ah, das du aus, du weiß ich nie, ein Klarinett oder ein Hobo? Also von weitem gesagt, ein bisschen aus wie ein Klarinett. Gell? Sonst, das wird ein Ton mischt, als ernst. Okay. Ne, mir für dich, ich weiß nicht, dass du nur noch im Detail, du lässt schon mal denken, und wie das dort klingt. Mit das ein Hobo, für das abzuklären. Das ist kein Klarinett, das ist ein Hobo. Okay. Das war der Ton von einem Oboe. Und ich habe viel gesagt, das hat etwas mit dem Grashalm zu tun. Ja. Und zwar hat den Ton gemacht aus einem Mundstück, weil ein bisschen funktioniert, wie wenn man zwei so Grashalmen hat. Das ist aber aus Bambus normalerweise gemacht. Und das sehen wir auch, einmal, wie der Ton entsteht bei einem Oboe. Okay. Mit dem nächsten Film. Hm.
Da hat man das Mensch, der kein Gesimmer denken, am Großen gesehen. Ah, okay, lo nicht verstanden. Das sind wie zwei Grashalmen, aber aus Holz, aus Bambusholz. Und die meisten Oberspieler bauen die auch selber. Weil sie eigentlich nicht zufrieden sind mit denen, die sie kaufen können. Okay. Und das ist ein Kunst für sich. Nee, die Madame Lograt, die hat schon gut keinen Ober am Fang am Grab. Die hat ja just das, wie nennt ihr das schon mal? Mundstück. Mundstück, okay. Ja, die auch Mundstück bei anderen Instrumenten. Und so etwas bauen wir so selber. Okay, das Tisch braucht ihn am Fang, just den Mundstück, und schon kriegt ihr den Ton raus. Ja, das hat dann nur den Ober, das steckt Holz mit den Gläschern dran. Das sorgt dafür, dass der Ton sich verändert. Heute ist es mehr höch, heute ist es mehr tief. Ah, okay. Mit dem Ton, der viel rangeht, ist eigentlich immer dieselbe. Und das wird schon einfach. Sonst könnt ihr einfach so ein Gras holen und dann noch Gäste sitzen gehen, oder? Na ja, und ich gehe dann mal einfach Blatt Papaya. Okay. Da sind wo ich daheim eine Küche rausgeholt, wo alle Papaya dran sind. Ja, das ist gut, ja. Und da schneidest du da einfach mal so ein langes Reststück durchaus. Okay, so ein Streif einfach. Ein Streif, ja. Okay. Und dann wirbelst du da dann noch mit. Das geht. Und da, wo zusammengedirbelt ist, da schneiden wir ein Dreieck raus. Ja, einfach zweimal so rausschneiden. Also, wenn ich dann aus dem Nähklappe, dann ist eigentlich so ein Raut. Okay. Gut, auf jetzt dann. Besser festhalten zu können, Dirbel nicht unten noch einen Zentimeter. Ja. Also hier noch einen Zentimeter und die andere Seite dasselbe. Dann sieht das so aus. Und das kann ich dann so mit den Fanger holen. Dann muss ich meine Maske auf die andere Bluse. Oh! Das klingt ja ganz furchtbar. Ja. Aber das ist das Prinzip. Das Vibration vom Papaya, wie beim Holz, vom Ober oder bei einem Grashalm, das ist dafür, dass den Ton rauskommt. Boah, das kann ich ja wirklich schon leid vor Jahren. Also, das wackelt dann am Ganzen und muss aber zwei. Ah ja, weil da sind ja auch zwei Seiten, die wieder näher kommen. Genau. Aber bei der Klarinette, das weiß ich nämlich. Du hast das auch nicht, weil du hast das just so ein Blättchen, weil du einfach wieder könnt. Und das ist nicht so wie ein Strehhalm, gell? Nö. Okay, so tisch so, kennt ihr den Unterschied zwischen der Klarinette und dem Huber? Und dem Huber. Ja. Du schneidest dran bloßen. Weiß man, denke, ja. Ich probiere nicht, dass du hier mich treibst, nicht das tun zu machen. Das geht schief. Nicht hören, das war global nur ein Ton, den zwar je nachdem, wie stark ich geblosen habe, leicht variiert wird. Beim Ober hast du eben noch eine rohe Hörner drin, und je nachdem, wie ihr larisch zudrücken, ist die Rohe mehr lang oder mehr kurz und dann hast du den Ton noch mehr heiß oder mehr tief. Ja, und das ist das Prinzip von einem Ober. Das ist bei der Flüte auch so, ne? Wenn ich da Knöpfe schon trägt oder so, da geht das mehr heiß oder mehr tief. Okay. Es gibt noch ein anderes Instrument, das funktioniert ganz ähnlich, so soll ich das auch mal weisen. Das hat doch gesagt, witzig aus. Komm, wir lauschen das auch mal. Das ist ein witziger Klang. Weißt du, wie das Instrument heißt? Das weiß ich, dass du plötzlich bist, ein ganz komischer Name. Ich traue mich da nicht so, weil das würde ich meinen, also eigentlich nicht. Das wäre auch ein bisschen ein Bassfuhl. Also der richtige Name als Fagott. Ja. Mir plötzlich verstehe ich den auch nicht. Ich traue mich da nicht zu suchen. So lösche ich das so. Wann ist das? Also kann er älteren halt die Storen so suchen, dass ich kann, dass ein Furzbanger. Dann habe ich aber recht. Ich habe mich nicht getraut, das zu suchen. Das ist ein Furzbanger. Also das ist ein letztes Jahr Furz für das Instrument. Und das ist eben dann Fagott, von denen am Orchester spielt. Und kennst du die Melodie, die schon dafür gespielt hast? Ja, ich kenne die. Und die ist noch direkt müssen in so in alle Bupa denken, weil das klingt. Genau. In alle Bupa. Und du hast hier noch so Gang, mein Bengel. Also, das erinnert mich irgendwie an einen alten Mann. Es gibt ein Musikstück, das heißt Peter und der Wolf. Ja. Und da hat all Personage, die mitspielt, ein Instrument. Und da wird die Geschichte erzählt und alles. Wenn ihr die Melodie und das Instrument hört, dann wisst ihr direkt, wen ihr könnt, wie dann der Geschichte weitergeht. Und das Fagott ist den Bopi. Und den Ober ist. Das Dint.
Dint. Dint. Genau. Und der Peter und der Wolf gehört quasi an alle Sprachen. Da so hängen plötzlich, wo ich, du hast den Peter und den Wolf mit dem OPL, wo dann auch noch verschiedene Bilder dabei sind. Also wenn euch die Geschichte interessiert, die ist ganz spannend, ist dann schön, noch flott ja. zu lauschen, das ist ganz schöne Musik. Und du lernst dann noch ein paar Instrumente kennen. Die sind also ein schönes Melodie. Ich weiß, Karls ja. aus Klavinett, die klingt so ja. richtig wie ein Karls. Die gibt auch immer Schleichen und so. Genau. Und du, das ist auch der Übergang für das nächste Instrument. Ja. Und zwar, das war ein bisschen Angst, wenn ich den nächsten Moment hört, beim okay. Pier, beim Wolf. Das ist der Wolf wahrscheinlich. Nee, die nee. Nächste. Die gehen durch das Instrument durchgestellt. Ah, nee, das tut noch sein anderer. Das ist nicht der Wolf. Das tut die am Büschchen und das tut die spielen. Ja, ich spiele da auch ein Mal ein Stück. Ich spiele da mal die Melodie für. Das sind die, die der Wolf muss fertig. Genau, lauscht mal. Bist du wie in der das sind hier. Das sind hier. Ja, genau. Das hier den direkt. Genau. Und hier, die gehen immer durchgestellt, auch an andere symphonische Stecker durch den Chor. Und das können doch von irgendwo her. Das ist nicht von ungefähr. Ja. Und zum Chor und ich leider keinen dabei, aber ich kann jetzt aber ein bisschen etwas darüber erzählen. Schon ganz früher, wo die Menschen eigentlich noch kein richtiges Instrument hatten, habe ich zum Beispiel eine junge Madame, die sich als Wikingerin verklebt hat. Mhm. Und Leute auf den Haaren von den Tieren haben sie Musik gemacht. Ja. Auf Mittelalter März, die auch hier am Land haben, sie sehen, gesagt, die noch Leute, die aus Haaren trinken. Ja. Sie sind, ja. hatten noch kein Gläser. Nein, nee. Ne? Sie haben irgendetwas müssen haben. Und sie haben noch Musik drauf gemacht. Und dafür heißt ein Chor auf Deutsch Horn. Horn. Ein Horn. Wie Nashorn. Ne? Ein Horn. Natürlich darf ich das nicht vom Nashorn holen, weil die sind ja geschützt. Ja. Aber dafür machen wir so Haut aus Metall. Okay. Und irgendwann haben die Leute angefangen, andere Choren, andere Hörner zu bauen. Ja. Und da hast du dann eins noch ohne Knäppchen. Ja. Da kann ich nicht so viel Tein drauf machen. Und da hast du dann ein Jagdhorn, also okay. für Obtschusch. Obtschusch, ja, weil das, von ne? Fischer Teieren haben uns direkt durch ja. das Tosen Tier. Das ist noch hier am Land, ein Orchester, St. Hubert hier stehen, die mal so Chore spielen. Ja, ja. Und wenn du dem mal ein Gruppe beim Fest baust, du beginnst und die Last lehnen zu 20, 30, das ist richtig hart. So. Und aha. du kriegst ein bisschen mit Angst zu dienen. Aber schön warm am Anfang, ja, das ist ja. eine schöne Klang ja. zu haben. Aber sie haben okay. die Schwesthörner eben gebracht, für man ihn zu schwätzen. Früher hatte ich kein Handy, kein Walkie-Talkie. Und für dann zu suchen, wo sie mal drin oder ja. was geschieht, haben sie die Schwesthörner mitgeholt, weil da konnten sie über lange Distanzen man nicht schwätzen. Das ist für mich cool. Ich meine, ich war auch mit meinen Kollegen noch mal. Ja. Und dann geht es auch nach einem anderen Horn. Ja. Weil so ähnlich ausgesagt, was du vielleicht auf manchen Plätzen da draußen gesessen. Ja. Das habe ich schon gesehen auf einem Briefbord. Ich habe nicht gesagt, das ist wie das, was du gerade gewesen hast. Ja, genau. Okay. Wir wissen dafür, was das auf dem Briefbord ist. Ich möchte ja keine ja, Musik. Das ist bestimmt die Ehe, die in der Wunde denken. Wir haben so ein Briefbord vielleicht. Ja, guck mal, ich weiß noch mal das Logo von der Lützelbäuer Post. Das ja, ist den alle Logo. Ich, ja. Haut gesagt, dem ist farbig aus. Ja. Wir gesessen dann am Logo hier. Ja, das ist auch so gedreht wie den. Das Bad zeige ich wie das Tor. Ja, ja, richtig. Für was meinst du denn, dass das Tor ist? Auch bei der deutschen Post auf dem Bord. Das tut ein Zeh. Das ist auch so etwas drauf. War der ja auch je früher, Matthias? Nee, ich fand da mal ein ganz altes Bild. Ah, ich meine, du weißt es. Was meinst du dann? Ich meine, du weißt es. Früher aus Post bestimmt mal sagen, ob Perz Kutsch kommt. Ja, und die hat Postkutsch geheißen. Ah ja, richtig Postkutsch. Ja, tun ich auch schon nicht gehört. Und dann hat die bestimmt gespielt, weil du hast ja gerade gesagt, dass du den Chor benutzt hast, für ja. das Leute mal nicht könnten schwätzen oder kommunizieren. Dann hat er bestimmt nicht mit seinem Koch gesagt, das Posto oder ich komme hier und ich habe Briefe für dich oder ich für selbst. Vielleicht. Genau, früher hat Leute nicht allein gewohnt, da sind noch ganz verstreut und draußen gewohnt, die ja. einen umfällt, die anderen am Busch. Wenn die Postkutsch da kommt, für das Leute hören, haben das Post in der Weh, wie wenn sie einen Brief matt gehen oder ob sie gewährt haben. Ja, richtig, ja. Ne? Und dann hat den da getrötet. Und dann wissen die Leute, wo sie drauf wären. Ah, du könnt den Postmenschen, den Briefträger. Ja, Briefträger, ja. Und an den Postkutschen dürft noch Leute mitfahren. Ah, das war praktisch. Das ist aber immer nur von da, wo den ja, ja. Briefträger da gefahren hast, auf dem nächsten Platz. Ja. Überhaupt okay. brauchen sie natürlich keine so Tröte mehr, keine Posthörner mehr. Ja. Aber trotzdem,
Die Postkutsche gibt es an verschiedenen Ländern nach. Heute sehen wir einen Schweizer Bus. Ja. Und auch im Schweizer Bus ist immer nach Posthorn drauf. Und die heißen noch Postbus. Ein Postbus, tatsächlich. Genau, das gibt es in Deutschland, in Österreich und auch in der Schweiz. Durch Post, eben die Postbusse. Für die dürfen wir uns verbinden und dann engst Briefe und Päckchen hier zu finden. Cool. So, da haben wir aber ganz viel geschwärzt. Mir ist schon viel gelehrt. Ich habe schon oft gesehen, aber ich habe mich auch gefragt, wie war denn die alle gut zu sehen? Waren die alle hier früher? Nein. Komm, wir gucken mal einen so Chor an. Okay. Den ist nämlich auch ganz einfach nur zu bauen. Und das weiß nicht ich schon. Okay, dann bin ich zwar gespannt. Dafür braucht er einen Steckschlauch. Ja. Am besten eine Proppe, ne, den, weil die ganze Wand dran geht. Ne? Also einen Steckschlauch. Und der braucht einen Trichter. Ja. Ne? Das ist auch schön als Hut, ne? Ja, ja. Das wäre für die Füße gut gewesen. Ja. Und dann, weil wir ja irgendwo müssen drauf bloßen, und das tut ziemlich klein aus, kann ich mal probieren mit so einem Steck, wo der Schlauch und der Krone geschlossen wird, für das da drauf zu drücken. Und dann ist es relativ einfach. Ich strudle mal meinen Trichter da ran. Das wird so etwas gehen. So, wenn es nicht gut geht, dann muss ich vielleicht den Schlauch ein bisschen abschneiden. Ich hatte doch viel Druck gemacht. Okay. Wenn es nicht hält, dann kann ich noch ein Stück Scotch drin machen. Okay. Ich meine, das lohnt auch nicht, das ist gleich viel wert. Und dann auf der anderen Seite trägt eine Schei, das tue ich mal einfach so drauf. So, okay. Und wenn ich los muss, muss ich mit seinen Lipsen, wenn ich Trompette oder Chor spielt, muss ich den Ton eigentlich mit den Lipsen. Dann muss ich. Und dasselbe ist mein Schluch heute dran. Das klingt gut. Ja, das klingt ich glaube, ich trieche da. Schau, warst du schon hier? Oder ein Briefträger von früher? Aber wenn der Lodo heim irgendeinen Hut oder der selber Fleisch, den Trompette oder Chor oder so spielt, dann könnte er auch ein Trompette im Mundstück drauf machen. Da klingt es noch besser. Okay. Klingt schon wie ein richtiger Trompette. Aber wenn ich ja ganz witzig möchte, dann möchte ich dann möchte ich folgendes. Der hat einen Strand. Hey. Los bin ich aber gespannt. So, dann macht er einen Schlauch an Strand. Kann ich die zwei Wehr dran machen. Ne? So, den Schlauch, den dritten Rudel und joint für heute dran. Ja. Ich will jetzt meinen Mund stecken. Und dann palm mal Boah, mega, das Und dann habe ich meinen Koch fertig gebaut. Ich bin begeistert. Das klingt wie, wie ein Trompet oder wie ein Koch. Mhm. Wie so ein. Ich sehe den für Blechblasinstrument. Also Plastik, das da. Ja, das ist Plastik. Mit klingt aber schon nicht schlecht. Klingt super, ja. Und ich kann mich erinnern, wie ich kleine Buff war. Da habe ich noch viel Trompet gespielt. Da war zu Römmling immer ein Kabelsfest. Und da hatten wir einen Stränzen noch Kasten. Dafür kannst du das nicht. Du hast mir verschiedene Längen, das ist ein bisschen ähnlich geklungen. Und du hast den etwas komponiert. Und da sind wir den Schrömmling getrüppelt im Kabelsfest. Und wir haben am Stränzenorchester gespielt. Und dafür hatten auch ein ganz Ritsch Leute, die so aus der Gegend Asch Süde waren, die irgendwie die Trompette gesucht haben, mit Stränz. Also, Hauptsache ein Stränz. Okay. Und das wäre mal ganz lustig. Okay, und die sind noch so, dass wir dann Musik da kommen. Oder Ja. Okay. Das war ein bisschen wie ein Kavalkad, das kannst du. Du warst ja von dick. Kabelsfest, das war wohl die Kabelszeit. Okay. War, ne? Ja. Sieht top, cool. Na gut. Okay, also ich sage ein bisschen Chinesisch, wie sie kommen. Ich muss nur noch etwas fragen. Ja. Du hast gerade gesagt, da muss in den Schlauch da dran stehen. Und du musst relativ lang so gedreht, bis der ganz drauf war. Und du hast den auch extra zwei, dreimal rundherum gedreht. Ja. Für was muss das so gedreht, wenn man gehen, so gedrudelt gehen? Was passt denn an die Küste? Ach so. Wie wollte ich denn nicht für mich klang? Nee, das ist einfach, weil der Rohr braucht eine gewisse Länge für Töne zu machen. Ah, okay. Wenn der nicht gedrängt wird, dann gibt es vielleicht so ausgesehen.
Okay, ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja. Das erinnert mich noch Rimm und Bierger, Rimm und ja. Schweiz oder so. Das war so ein Horn, aber wie heißen Bierger in der Schweiz? Berge. Ja, der Berghof. Ja, ja, oder? Ja. Nein, sie heißen Alpen. Das Alpen, ist, das ist ein Alphorn. Ja. Und die Alphörner, die sind eben nicht gedreht, mit sind auch Hörner, Alphorn. Okay. Ne? Und den ist dann so lang, und den muss immer aus der Nähe geschraubt werden, damit er ihn kann transportieren. Und dann habe ich auch einen Film abgeholt, um zu gucken, wie das geht und wie das aussieht. Also auch wie es klingt natürlich. Das schön, ne? Schön. Also die Landschaft, das ist schön, die Musik, das ist schön. Ja, das ist immer... schön, wenn wir im Kitten da hinfahren. Aber ne? Wirklich, seht ihr ja. Immer, die Schweizer wären so ein bisschen mehr ruhig, ein bisschen mehr gemütlich. Aber du weißt, für was, das ist ja richtig spannend. Wenn ja, ihr ja. Da als Landschaft hört und dann die Musik, das ist ja wirklich richtig ja. Relax. Aber apropos Musik, da haben wir ja Instrumente gebaut. Ja. Sollen wir nicht ein bisschen spielen? Ja, unbedingt. Aber Alphorn kann ich aber nicht spielen. Ne? Ich propose, dass du das Instrument jetzt mal sehst, dann Kastagnetten. Okay. Und ich trete ein bisschen hier auf meinem Strenz. Mach mal Strenz noch fester. Strenz noch fester. Okay. Und wir sagen jetzt halt schon Adi, merci, dass ihr dabei wart. Schenkt euch Fotos ran oder Filmischer, wenn ihr etwas gebaut habt. Das ist immer flott zu sehen, was du bei uns alles so lassen. Vielen Dank, merci, bis die nächste Mal. Okay, sollen wir mal einen kleinen Machspiel, Strenz noch.